Moin Moin Tag, Servus und Grüezi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Heute wieder mit dabei Cowboy Dante. Yeehaw. Und meine Howdy, Partner. Howdy, how are you doing, man? Oh, well done, well done. Und meine Wenigkeit, Bleichgesicht Nobody. Ja, auch von mir. Ja, Lieben, Dante hat ja Levelvorsprung. Er hat jetzt noch ein paar Punkte ausgegeben und konnte uns hier, was ihr bei mir im Inventar seht, noch ein Messer und Bogen. Und das sind schöne Spielzeuge und ich denke, mal ein bisschen so Ausflug und ein bisschen hier mal Metzeln, um diese Geschenke zu ehren. Du willst uns clever einweihen, ne? Ja, ja, mach mal, ich mach ruhig, ich baue die zweite Etage in der Zeit. Boom. Ich mache jetzt die zweite Etage. Wo ist es hingelaufen, das Vieh? Das ist ein Holzboden. Ja. Da hinten. Da hinten. Da, wo hinten? Hinterher. Eine Gemse. Das war eine Gemse. Weißt du, dieses eine Pferd, was uns hier zugelaufen ist, das rennt die ganze Zeit hier rum. Naja, zugelaufen, wir haben es gezähmt. Quasi. Ja, aber eigentlich aus Versehen. Haben wir eigentlich noch Steine? Ich muss ja den Kamin erweitern. Nein. Bist du sicher? Warte mal, ich habe ja Frohsinnflutlich. Ha! Wir haben nämlich noch Steine, ich schmeiße ja alles in die Schmiede rein. Okay. Kamin. Warte mal, dann müsste das ja eigentlich reichen, oder? Nee, da. Reicht das dann jetzt nochmal? Ich mache erstmal jetzt. Ach, boah. Ein bisschen was. Fuck. Gib mal her. Was ist das hier? Wäre natürlich geil, wenn du jetzt noch einen Kamin setzen könntest, aber gut. Das wäre ein sehr dekadent, finde ich. Obwohl, eigentlich könnte man es ja gleich ausnutzen. Ne? Ah doch, das war schon mal her. Da kann ich das glaube ich da oben drauf platzen. Anderes Stick. Ja. Genau. So, weiter im Text. Den muss ich auch nochmal einsammeln. Unseren. Ach, den habt ihr ja noch gar nicht gesehen übrigens. Wir haben einen Blitzableiter. Das habe ich in der letzten Folge voll vergessen zu erwähnen. Also dir habe ich es gesagt, aber... das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Aber ich sammle den jetzt mal kurz ein, den setzen wir dann klein rein. Ich hoffe ja eigentlich, dass es jetzt nicht so lange dauert bis Stufe 15, weil ich will unbedingt diese Steinwände haben. Unbedingt! Bin nur mal gespannt, wie viele Punkte das eigentlich gibt. Weil hier steht, wenn ich das richtig gesehen habe... Ja, mit Löw. Mit Level 15 kann ich nämlich erst die Bank für Steinmetzbearbeitung lernen. Ich weiß jetzt nicht für ab wie viel, aber ich glaube, das war auch in dem Kommentar, den ich schon mal gekriegt habe, stand auch ab Level 15 geht das mit den Steinwänden dann. Und da könnte man dann ja höchstens für innen dann nochmal Holz benutzen. Weil das Laufpferd. Dürfte dann ja quasi nicht kaputt gehen, wenn das innen ist. Nicht so schüchtern so. Fährt. Mach mal hier. Ausdauerverbrauch, lass sie auf. Boden drüber. Ah, wir lassen das offen. Lass das als Galerie einfach mal offen. So. Achso, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir dann umziehen oder? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht, ja. Also wir würden dann umziehen. Sobald ich mit Stein bauen kann. Warten quasi nur auf den Stein. Ja. Stein oder nicht Stein? Auf das massive Stück. So. Ja, dann mache ich hier oben noch was mal hier oben rum. Und hier könnte ich jetzt. Nehme ich F. Das ist ein leckerer Wolf. Ja. Und auch. Weißt du, wie lecker ein Wolf ist? Hast du noch nie Wolffleisch gehabt?
Nicht wirklich. Okay. Waldfleisch ist lecker. Mh. Diese Scheiß kann ich ballen, jo. Erntefleisch ist lecker. Wölfchen, wir ziehen aus. Nee, ich habe noch keinen Wolf gehabt. Aber ich habe schon, wie heißt es, Vogelstrauß gehabt und Krokodil. Ach, Krokodil würde ich ja auch gerne mal probieren. Da wäre ich echt nicht abgeneigt, muss ich sagen. Also Krokodil kann ich nichts dran gewinnen. Vogelstrauß, da kannst du eine Schuhsohle kauen. Ich wollte gerade sagen, das soll ja eher trocken sein, habe ich gehört. Es ist zäh, hör mal, es ist zäh. Junge, zäh. Hier gibt es Tomaten. Und Kiwi? Geil. Und Avocado? Nice. Rhabarber? Rhabarber, Rhabarber. Ach, warte mal, da war doch noch irgendwas mit einer Fischreuse. Aber die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelernt, oder? Ja, der Planet wurde ja terraformiert nach irdischem Maßstab, nur ist es was schiefgelaufen. Also brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es auch Obst und Gemüse wie auf der Erde gibt. Ja, ist ja richtig, aber ich habe ja noch gar nichts davon gefunden. Das ist ja das. Ich würde auch gerne mal Kaffeebohnen finden. Hatten wir ursprünglich schon mal gefunden, glaube ich. Nee, doch, Kaffeesamen habe ich schon. Ja. Und Schokolade. Ja, Kakao, ja. Du hast so, was Sojabohnensamen? Seit wann das? Seit wann haben wir die? Haben wir auch schon lange. Okay. Dann war ich zu verblendet, um das zu merken. Lauf nicht weg, bleib hier. Fjuri will dich doch nur einmal streicheln. Streicheln. Heute nennt man das Streicheln. Ist da irgendwas, was ich in den Kackofen schmeißen kann? Nee. Echt zu viel Scheiße einstecken mittlerweile schon, oder? Warte mal. Hier wird's doch Samen los, genau. So, ich muss mal nach Hause. Ich glaube, ich bin vollgepackt. Vollgepackt. Könntest du mir noch nicht loslassen, ne? Ja. Du kennst mich, du kennst mich. Natürlich. Boah, ich bin hier durch die Pampa geritten. Nicht. Noch an, wenn ich will jetzt nicht schon wieder filmen. Ich war wieder weit unterwegs. 3, 4 Wände brauche ich noch. Aber wenigstens fällt das jetzt nicht mehr so extrem auf mit den Pferden. Was? Wenn man weiter unterwegs ist. Achso, ne, das stimmt, es geht jetzt relativ schnell, ja. Zu Fuß war das eine Katastrophe, da denkt man auf einmal, okay, ich gehe zurück und dann, oh, wo bin ich hier? Oh, langer Weg. Fallschaden. Bist du ein freches Pferd oder bist du ungefähr? Ne, du bist ein freches Pferd. Eins auf die Omme geben hier. Oh, schön. Wir geben zwei auf die Omme. Oh, das war ein Lichtpfeil. Also mit Lichtpfeilen macht man keinen Schaden. Aber das Ziel leuchtet. Ich hab's markiert. Ich sehe es. Danke, Wölfchen. Sehr nett. Hä? Was denn du jetzt? Oh, noch. Aber wo kommst denn du jetzt her? Die alle Lack gesoffen oder was? Das Wildpferd, das andere, das hilft noch mit, oder? Meins hilft gerade, das andere ist blöd. Du. Oh, sorry. So. Brauchen keine Hausierer hier, was soll denn das? Du doofes Vieh, lass mich durch. Aber es hat einen Vorteil, es gibt Fleisch. Ja, Fleisch. Ich hab auch so ein bisschen für die Fleischeslust mitgebracht. Ich häng's mal hin zum Trocknen. Außerdem hat's mich einfach ohne Grund angegriffen. Und der Kleine hier ist Kollateralschaden. Ich dachte Dessert. Ja, das auch. Ist ja zartes Fleisch. Lecker. So, Herstellung. Ich will Holz. Ich brauche Holz. Das ist ja der Witz, ich wollte eigentlich nur einen Baum fällen gehen, ne? Und schon greift mich so ein blödes Pferd an. Oh. Aber noch Holz.
Ich hab gleich noch welches, oder? Schubidu. Jo. Hast du jetzt wenigstens gleich was von dem Baum genommen? Ja. Yep. Ich habe es mir geklaut. Nee, das ist ja nicht. Ich hab ja eigentlich sogar gehofft oder damit gerechnet, dass du es machst. Ist ja alles schick. Ach, mein gutes Wölfchen. Danke für deine Hilfe. Ja, ich gehe ja schon was essen. Das nervt mich. Jetzt gehe ich erstmal noch nach dem Regenkammer gucken. Typ 36. Muss ich hier noch irgendwas reinlegen, Alter? Ah ja, Tatsache. Ah, okay. Also du kannst deinen Beutel da reinlegen. Und dann kriegst du trotzdem gefiltertes Wasser. Okay. Cool. Und wenn du dann noch Eis reinschmeißt, hast du gekühltes Wasser. Wasser kühlt dich. Plus 10% Wasser pro Minute, minus 5 Grad zur Temperatur. Ach, das kann ich, wenn es zu warm ist. Also ist das Eis gar nicht so wichtig. Mhm. Ist das Eis gar nicht so wichtig. Du kannst den, wir können den trotzdem schon benutzen. Das ist ja nice. Sehr schön. Das ist nur in der Tat. Dann habe ich das Teil ja wenigstens nicht umsonst gebaut. Aber wie gesagt, der filtert das Wasser ja auch gleich. So, Fleisch braten oder zum Trocknen aufhängen? Also ich habe es zum Trocknen. Dann sollte es ja länger serviert werden. Ja, nee, aber dann können wir es ja trocknen. Wie gesagt, dann... Was schon? Ah ja, getrocknetes Rippchen. Lecker! Getrocknetes Rumpsteak. Mega geil. Warte mal, gib mal die zwei her, ja. Die schmeißen wir mit in die Deko-Bank. Ach, wie hast du die Trophäen da rausgekriegt? Ich habe noch nirgendwo bis jetzt eine Trophäe rausgekriegt. Ich habe zig Trophäen. Keine Ahnung. Ich glaube, es kann sein. Hier kannst du hier oben nicht mit den Köpfen anfangen. Ja. Irgendwann vielleicht Suppe kochen, keine Ahnung. Immer der Sturm, Wind. Immer wenn du was machen willst, kommt Wind auf. Das ist echt geil. Langsam hasse ich es. So. Jo. Ja, mit der Ausrüstung macht schon immer ein bisschen mehr Spaß, jetzt unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Krieg gut Material raus, sei es Holz, Stein, andere Ressourcen, Erze, Fleisch. Naja, komm, wir haben ja quasi ewig drauf gewartet. Und was sagst du, reicht von der Höhe, oder? Mhm. Also ich mach's jetzt nicht so wie unten, so zwei Wand hoch, ich lasse es jetzt so. Okay. Geht dann, glaube ich, verstanden. Kein Problem. Alles gut. Braucht dann halt nur noch mal Holz für den Boden. Boah, schön, wie man dich oben gehen hört. Boom, boom. Richtig echt. Das war aber, das war aber gerade eigentlich nur die Wände gesetzt. Okay. Ja, warte mal, hab ich jetzt noch? Warte mal, hörst du mich nicht gehen? Doch, doch, ich höre das schon, ja, ja. Das ist so real, so boom, boom. Ach, mal 7, das wird nicht ganz reichen, aber... So, jetzt mal kurz gucken. Das sind wir da wieder. Oh, ich habe hier vorne die Fenster ganz vergessen. Ups. Aber ist nicht schlimm, oder? Nö. Die Aussicht nach da ist eh blöd. So, boah, wie das Wasser losgeht. Krass. So. Also ich mache jetzt hier auch normales Flachdach plus noch. Ich mache jetzt hier kein spitziges. Ich glaube Flachdach wird Schaden kriegen, oder? Ja.
Pitstop kriegt Opus, also das abgerundete kriegt Opus schon. Okay. Das ist egal. YouTube, Herr Baumeister. Muss eh noch mal raus, muss eh noch mal Holz holen. Ach, wieso hab ich denn jetzt schon wieder eine Infektion? Das ist doch schon wieder zu bieten, ja. Hau ab, lass mich in Ruhe. Geh weg. Junge, ich verhacke dich. Ich hab dich gewarnt. Kann aber nicht wahr sein. Der Hackepeter, jetzt im Kino. Gibt's aber nicht. Die legen's aber was drauf an, die kacken mich noch. Selber schuld, wenn sie so aggressiv sind. Alter, what? Ayaya! Was ist los? Der Baum ist mir gerade entgegengeflogen. Fliegende Baum. Ja, nee, ohne Scheiß. Und ich habe gerade den gefällt, den der Sturm fällen wollte. Dann hat sie gedacht, nö, ich fäll den jetzt nochmal und hau die auf den Kopf. Weil ich's kann. Genau. Weil ich's kann. Mann. Bin mal gespannt, ob das dann mit dem anderen Hammer noch ein bisschen besser und schneller geht, das Reparieren. Da bin ich eigentlich mal gespannt drauf. Also ich hoffe es schneller. Okay, habe ich gerade gesagt, sind keine Bäume schon lange nicht mehr durch den Sturm gefallen. Ja. Ich glaube, ich stehe auf der falschen Insel. Okay. Da fallen sie gerade reihenweise um. Also ich frage mich aber ernsthaft, wie die Fauna und die Flora so weit sich ausbilden konnten, wenn jedes Mal beim Sturm hier Bäume umkippen. Tja, ein Mysterium. Boah, ich muss rein. Ich habe hier ein paar Wehwehchen, wie es aussieht. Soll das sein? Kopfschmerzen oder was? Das Symbol. Ja, da bin ich schon fast vorbei. Oh, Alter, die Stockdinger, die halten überhaupt nicht aus. Die macht die ganze und dann sind sie ist da oben? Kaputt. Gleich. Gleich, warum fragst du? Da oben liegt Holz rum. Oh, ja, ich bin aber gerade voll. Moment. Trink weniger Alkohol. Alles gut. Ja. Hä? Ich hab Sojabohnen. Ich hab die eingesammelt. Konsumenten. Ja, wer weiß. Ich glaube, ich muss mich extra mal echt mal mit der Nahrung hier drin befassen. Weil, warte mal, ich hab doch noch die Kochstation. Wo ist denn die? Ach, hier. Wollen wir noch 4 Eisenbomben? Haben wir die noch? Ja. Müssten wir haben. Stapel teilen. Achso, ich bin ja gerade voll. Shit. Was passiert, wenn ich die Sojabohnen hier reinschmeiße? Na, die oh, schick! Knusprige Sojabohnen. Mmm. Wie lecker. Gibt's dann. Oh. Ja, die füllen auch richtig gut auf, muss ich sagen. Oh, jetzt hätte ich Bock auf Bratkartoffeln, dazu grüne Bohnen und ein Steak. Geil. Oh. Du vorstellst es echt eben im Mund wässrig zu machen, ey. Wenn du wüsstest, das ist nur der Anfang. Ja, mehr will ich auch gerade auch nicht hören. Kein Dessert, okay. Ja, das ist ja wohl logisch, oder was? Das jetzt, ach so, nee, ich war ja voll. Also. Noch Zeug. Faser kann ich ablegen. Okay, noch Eisen mitnehmen, ja. So, Kochstation. Machen wir gleich was für oben.
Obwohl, macht sich blöd wegen runterrennen, weil hier unten alles ist. Du Dante? Hm? Soll ich dir was sagen? Was denn? Sind wir doch vorbei oder was? Richtig. Das ist doch kacke, Mann. Die letzte Folge war was länger. Kommt zu nichts mehr, das ist echt kacke. Da können wir es halt nicht mehr machen, ja. Da ist jetzt Schluss. So, auf Wiedersehen. Boah. Nein, Käse. Ey. Sorry. Blödes, elendiges. Ja, und da rennt er gleich ins Wasser, ne? Oh, Alter, du Wissland. So, jetzt kannst du dich bewegen und dann leuchtest du. Geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Boah, ich habe einen Fisch gefangen mit dem Pfeil. Geil. Echt, ja? Dein erster Fisch? Nur unter Wasser, einfach mit dem Bogen. Aha! Au! In den Arsch! Das passiert, wenn man also die Enterprise angreift, ja? Ja. Eskalation! Eskalation. Ey, mein Pfeil ist kaputt hier. Das finde ich nicht geil. Ey, hör mal auf jetzt, ich habe nur noch zwei. Zwei was? Pfeile. Okay. Oh, der Schaden scheint schlimmer zu sein als gedacht, weil ich kann nur noch Zeitlupe. Ne, ohne Scheiß. Warum kann ich nur noch eine Zeitlupe? Keine Ahnung. Da hat sich das Licht aus dem Konzept gebracht. Ja, genau, machst du dazu. Alter, du bist ja. Ja, natürlich! Alter. Das sieht denn scheiß aus, ne? Ausflappen! Was? Ausflappen? Ausflappen. Was denn jetzt? Oben oder unten? Das Ding. Ja, von und zu. Oben. Oben. Ja, das war jetzt mal ein bisschen Action, so. So. Ja, er hebt's halt nicht alle zu, aber ihm wird schnell langweilig. Alles gut. So, guck mal, Kochstation. Nice. Nice. So. Herzhafter Salat. Uäh, geh weg. Was haben wir denn jetzt hier? Warte mal. Obstsalat. Wildsalat. Gefüllte Avocado. Hm. Sahne-Mais. Tierfett. Tierfett. Ostleib. Samenkeks. Ihhh. Was Samenkeks? Und Salzwasserfischfilet Sashimi. Ja, mit ein bisschen Sojasauce. Fruchtimbisspaket. Mischte Beeren. Aber ich habe trotzdem noch keine Kokosnüsse gesehen, ne? Erdbeeren weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube auch nicht. Naja, mal gucken, wenn wir alles sehen. Aber es sieht zumindest schon mal, also es sieht echt stylisch aus, muss ich sagen. Sieht wirklich stylisch aus. Yep. Oh, ich sehe jetzt, was ich brauche. Sauerstoff. Ist halt bloß die Frage, wie machen wir das dann mit dem... Wie kriege ich denn jetzt eigentlich den scheiß Blitzableiter da oben drauf? Warte Gute mal, Frage. Ey, ich hab da noch, warte mal, das kriegen wir gleich hin. Ich hab da noch die Dächle einstecken. Ach so. Drei auf dem Kamin, ne, am besten. Bringt das überhaupt was? Den ich auf den Kamin setze? Ja, komm, spann deinen Bogen. Alter, hau ab jetzt! Denkst du, ich höre das nicht, oder was? Du kleiner Mini-Honk, Alter. Voll ausgewachsen, bitteschön. Voll in A. Das kann doch nicht angehen. Ach komm, weil es lustig ist. Setze ich den Blitzableiter hier oben auf die Ecke. Zack. Jetzt sind wir ja eigentlich schon um einiges höher, oder? Als wie vorhin. Oh als ja. Vorher. Mal von außen gucken, ich hab das ja noch nicht von außen gesehen.
Eigentlich wolltest du abmoderieren, oder? Ja. Sieht natürlich echt doof aus, wenn da oben keine Fenster drin sind. Das ist scheiße. Nehm die jetzt nochmal weg und mach da Fenster rein. Mit Fetzt sind es nicht. Aber nochmal, ich kann die auch gleich zerlegen eigentlich. Hallo. Haben wir es jetzt? Hallo, ja. Diese Kinder. Oh. Womit hab ich das verdient? Da kann ich ja froh sein, dass du keine Feuerpfeile hast, ey. Die Bude wäre sowas von abgebrannt. Scheiße. Ja, nicht nur die Hütte, das wäre ich auch. Nee, komm, ein bisschen rumflaxen so ab und zu. Da kriegt dann abgebrannt auch eine ganz andere Bedeutung. Nee, ein bisschen so rumalbern ist ja eine Sache. Nee, aber alles schick. Gut, ihr Lieben, wir sind jetzt wirklich am Ende einer Folge angelangt. Jetzt noch ein bisschen mit Abwechslung, ne, um nochmal wach zu werden, um die Reflexe anzuschmeißen. Wir hoffen, dass es euch so oder so gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns auch über ein paar Kommentare von euch freuen. Wenn ihr uns dennoch gerne unterstützen möchtet, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben, ein Abo und auch über einmal den Ding an der Glocke freuen. Dann bedanke ich mich. Hast du gerade Abo gesagt? Oder Abo. 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 Gib doch einfach mal einen Daumen nach oben. Ah, ja. Und ein Abo und, so. Und ein bisschen was hier in die Tasten klimpern und ja, passt schön. Ich würde jetzt klimpern, aber das dürftest nur du hören, sondern nicht meine Zuschauer. OBS filtert schön raus bei mir. Filtert. Ajo. Ich hätte es gern gefiltert. Dann nochmal vielen Dank, Dante. Bitte, bitte. Macht immer wieder Laune. Und danke an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss. Kuss in den Nacken. Wusstest.